In Berlin ist Privatdetektiv Mike Linkesch mitten in den Ermittlungen, ob der Familienvater Jan Wagner ermordet wurde oder Selbstmord begangen hat. Rechtsanwältin Brigida Braun hat bereits herausgefunden, dass Jan Geldsorgen hatte und in seiner Not mindestens 10 Männer erpresst hat. Die Befragung der Nachbarn führt die Anwältin und den Detektiv auf die Spur von René Sieber, dem Inhaber eines Autohauses. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wollen Sie mich erpressen oder was? Wollen Sie Geld? Interessanter Ansatz, Herr Siebert. Nein, ich möchte Sie nicht erpressen. Ich darf mich vorstellen, Rechtsanwältin Braun ist mein Name. Meine Mandantin ist Frau Wagner. Das ist mein Kollege, ein Detektiv. Ja, wir ermitteln im Todesfall des Jan Wagner. Und im Rahmen der Ermittlungen sind wir über Ihre Korrespondenz mit ihm gestoßen, Ihre E-Mail-Korrespondenz. Meine Korrespondenz? Mhm. Meine Korrespondenz geht Sie einen Scheißdreck an. Sie blenden aber die Schöne. Hey, Flossen. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Eventuell interessiert sich ja Ihre Ehefrau für die E-Mail. Hm? Zum Beispiel. Was wollen Sie von mir? Herr Siebert, ich brauche Informationen. Unsere Ermittlung hat ergeben, dass Herr Wagner Sie erpresst hat. Sie und auch etliche andere Männer. Es ging immer um das gleiche Thema, nämlich Fremdgehen. Ach, andere Männer hat er auch erpresst. Der Scheiß. Der Scheiß, gell? Bleiben Sie ruhig. Sagen Sie mal, wie ist der an Ihre Daten gekommen? Das ist das, was uns interessiert. An meine Daten? Ja. Ich komme gleich. So schön. Ja, was? Er hat meine Daten von der Fremdgeh-Website muss er gehackt haben. Ich habe mich da immer eingeloggt, um mich mit fremden Frauen zum Sex zu verabreden. Ganz heimlich natürlich, das darf keiner erfahren. Naja, das ist Ihr Privatvergnügen. Was Sie machen, geht mich nichts an. Aber sagen Sie warum haben Sie in diesem Fall die Polizei nicht informiert? Ich werde noch zur Polizei gehen. Die erfassen doch meine Daten. Befragen zündlich meine Frau noch. Was meinen Sie, was los ist, wenn meine Frau das erfährt? Haben Sie die 10.000 Euro bezahlt? Ja, letztendlich schon. Ich meine, es gab da so einen, wie nennt man das, toten Briefkasten. Er hat gesagt, da wäre ein Müllbehälter im Park, hat mir auch genau beschrieben, wo der ist. Und da sollte ich das Geld einschmeißen und wieder verschwinden. Und das habe ich auch gemacht. Herr Wagner hatte Rippenprellung vor seinem Tod. Wissen Sie da rein zufällig was genauer drüber? Also ich war das nicht, wenn Sie das meinen. Ich hätte ihm aber gerne mal eine verpletten zum Scheißkerl. Ja, jetzt aber, jetzt kannst du. Aber er hat ja wohl genug Feinde gehabt, aber ist mir wohl einer zuvor gekommen. Herr Siebert, vielen Dank, das war's auch schon. Ich sehe Sie hoffentlich nicht wieder. Wir werden sehen. Das können wir nicht versprechen. Ja, Wiedersehen. Das muss nicht sein. Frau Mohr, ich bin unschuldig. Und? Hörst du von der Aussage? Glaubst du ihm? Ja, huch. Ich glaube ihm schon. Und weißt du, ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganzen anderen Erpressen auch von dieser Website stammen. Die Frage ist nur tatsächlich, wie ist der Wagner an die Daten gekommen? Ich meine, die liegen nicht einfach so rum. Ja. Richtig, ja. Und die nächste Frage ist, hat Siebert wirklich gezahlt oder erzählt er uns das nur? Und wenn er gezahlt hat, wo ist die Kohle? Vielleicht hat er die Kohle versteckt oder der Täter hat die Kohle irgendwie an sich genommen, bevor er Jan umgebracht hat. Naja, also für mich steht auf jeden Fall fest, also alle Erpressten hatten ein Motiv. Ja, ich meine, der hat ja in ihrem Privatleben rumgerührt ohne Ende. Na, wie dem auch sei. Wir machen Folgendes. Ich fahre jetzt zu Frau Wagner. Mhm. Ich unterrichte sie über alles. Und dann gehe ich zur Polizei. Und vielleicht rücken die dann mit diesen Daten viel auf. Glück. Ja, naja, klar. Also ich traue der Polizei nicht über den Weg. Ich meine, da hätten die doch schon längst selber drauf kommen müssen. Und die aus dem Knick kommen, ist der Mörder über alle Berge. Ich werde mich jetzt selber in die Agentur aufmachen, um die Daten der Männer rauszukriegen. Ich weiß, Frau Braun findet das jetzt bestimmt nicht so toll, aber was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Jan ist mittlerweile seit 3 Wochen tot. Seine Witwe Susa versucht, für den 8 Monate alten Max stark zu sein. Die 30-Jährige ist froh, dass ihre Schwester Angela Bachmann ihr so tatkräftig unter die Arme greift. Susa hatte keine Ahnung von den Geldproblemen und den Erpressungen ihres Mannes und fragt sich ständig, warum Jan sie belogen hat. Meine ganze Ehe war eine Lüge, ehrlich. Ah, Susa, mach mal halblang. Natürlich ist es scheiße, was er gemacht hat. Aber du weißt, dass er es bestimmt nicht grundlos getan hat. Er hat sich einfach geschehen und dachte, er kriegt es alleine. Mann, Angela, aber er hätte doch mit mir reden können, verdammt nochmal. Er hätte sagen können, ich kann die Raten fürs Haus nicht bezahlen. Stattdessen erpresst er wild geworden irgendwelche Leute. Das, weißt du, ich warte mal bitte kurz. Diese verdammte Post, ne? Jeden Tag, ich ehrlich. Ja, was sonst? Kein Absender, keine Briefmarke. Super, sowas kann ich leiden. Das ist doch das Beste. Was ist das denn? Was ist das?
aufpassen. Was ist das? Wer schmeißt so viel Geld in den Briefkasten? Ich weiß es doch nicht. Woher kommt das? Ist hier nichts drauf? Nein, kein Absender, keine Briefmarke, gar nicht. Was? Lass uns deine Anwältin anrufen. Ja, natürlich. Lass uns bitte reingehen. Ich möchte nicht, dass das jemand sieht. Brigida Braun fährt mit ihrer Mandantin noch am gleichen Tag zum Polizeipräsidium. Die beiden Frauen wollen den Beamten die Erkenntnisse der letzten Tage präsentieren und sie davon überzeugen, dass Jan ermordet wurde. Glauben Sie uns jetzt endlich, dass mein Mann sich nicht umgebracht hat? Nach all dem, was Sie uns hier so erzählen, das ist neu. Ne? Ich glaube auch nicht mehr an Selbstmord. Die Staatsanwaltschaft allerdings hat das Verfahren eingestellt. Wir werden die Information weitergeben. Wir wussten es vorher nicht. Und die Staatsanwaltschaft wird den Fall deswegen auch wieder aufrollen. So, und in diesem Zusammenhang wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn Sie uns natürlich mit dem Segen der Staatsanwaltschaft Auskunft erteilen könnten über den Betreiber dieser Fremdgeh-Website. Verstehen Sie? Denn wir gehen davon aus, dass Herr Wagner diese Website gehackt hat. Dass er, das ist ja so eine Fremdgeh-Website, Sie wissen ja, wovon ich rede, dort die Daten dieser Männer ermittelt hat und diese Männer sodann erpresst hat. Ich meine, ein Beweis liegt hier auf dem Tisch. Ja? Wir gehen des Weiteren davon aus, dass jeder dieser Männer nun ein Motiv haben könnte, Herrn Wagner nun wirklich nicht in sein Abendgebet einzuschließen. Sie wissen, was ich meine. Ich gebe das genauso weiter. Was heißt denn, Sie geben das so weiter? Kriegen wir jetzt die Daten oder nicht? Solange die Staatsanwaltschaft kein grünes Licht gibt, können wir erstmal nicht weitermachen. Das heißt, wir müssen sich ein bisschen gedulden. Ich habe aber keine Geduld. Können Sie das nicht verstehen? Ehrlich, mir reicht's auch. Ich halte es nicht mehr aus. Nun, langsam setzt sich das Puzzle zusammen und trotzdem gibt es noch einige offene Fragen. Wie zum Beispiel, wie kam Herr Wagner wirklich an die Daten der Männer? Stammt der Täter aus dem Kreis der erpressten Männer? Woher kommt das Geld? Hat der Täter dieses Geld, die 10.000 Euro, hingegeben, um sich von seiner Schuld freizukaufen? Ich habe noch jede Menge zu tun. Zur gleichen Zeit versucht Privatdetektiv Mike Linkesch bei der Seitensprungagentur herauszufinden, wer die neun unbekannten Erpressungsopfer sind. Um an die Daten zu kommen, entscheidet er sich verdeckt und unter falschem Namen zu ermitteln. Mein Name ist Meyer. Ich bin von der Sicherheitsfirma. Ihr Chef hat mich beauftragt, Ihr System zu checken. Und zwar hat jemand unerlaubten Zugriff auf die Daten Ihrer Webseite. Was? Sind da irgendwann aufgefallen oder so? Oder ist Ihre Seite vielleicht sogar gehackt worden? Nein, wir haben ein spezielles Programm dafür, was sofort reagiert hätte. Mhm. Welche Daten meinen Sie denn? Na, es gab Beschwerden von Kunden, dass sozusagen eine dritte Person oder wie auch immer Zugriff auf Privatdaten hat und die für seine Zwecke nutzt. Und wenn Ihre Seite nicht gehackt wurde, müsste es eigentlich ein internes Problem in Ihrer Firma sein. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrer IT-Abteilung? Also wir haben 2 Festangestellte und 3 freie Mitarbeiter. Mhm. Könnten Sie mir vielleicht die Namen von denen geben? Ich drucke sie Ihnen eben aus. Das ist nett, danke sehr. Also wenn die Seite nicht gehackt wurde, muss Jan die Daten woanders her gehabt haben. Das heißt, er hat einen Komplizen. Und ich hoffe jetzt, dass ich mit der Liste der IT-Mitarbeiter was anfangen kann und daraus mehr lese. Okay, so, hier haben wir die Liste von den ganzen Mitarbeitern. Super, wunderschön, danke sehr. Das gibt's ja nicht. Okay, kleinen Augenblick, bin sofort wieder da. Du musst nur ganz kurz telefonieren, ja? Mhm, alles klar. Dauert nur einen Moment. So, jetzt weiß ich natürlich auch, um wen ich mich ganz genau kümmern muss. Ich muss jetzt erstmal dringend die Anwältin anrufen. Mit den neuen Erkenntnissen des Detektivs gelingt es Brigida Braun, die Staatsanwaltschaft davon zu überzeugen, das Verfahren neu aufzurollen. Die Rechtsanwältin will ihrer Mandantin die Nachricht am nächsten Tag persönlich überbringen. Susas Bruder Torben ist ebenfalls dort. Hallo, Herr Bachmann. Hallo. Ist was passiert? Herr Bachmann, das werden Sie mir bestimmt selbst sagen können. Was meinen Sie? Das sage ich Ihnen sehr gerne. Also ich habe recherchiert, ich habe es Ihnen gesagt, ich habe ja einen Detektivkollegen an der Seite. Ich habe sehr interessante Sachen herausgefunden, nämlich, Herr Bachmann, dass Sie mit Ihrem Schwager, Ihrem verstorbenen Mann, gemeinsame Sache gemacht haben, dass Sie Männer, die fremdgegangen sind, erpresst haben, so nach dem Motto, wenn du mir kein Geld zahlst, dann sag ich es deiner Ehefrau, nicht? Also Sie haben bei der Website gearbeitet, die ja solche Treffen arrangiert.
kamen an die Daten dieser Männer und haben diese Daten hier weitergereicht. Du hast was gemacht? Nein, so ist das nicht gewesen. Tom? Na, wie denn? Du hast was gemacht, bitte? Jan hatte doch Geldprobleme und ich habe ihm nur bei der Erpressung geholfen. Tom, erzähl doch nicht so einen Quatsch. Du weißt selber, dass das nicht stimmt. Spinn dir doch nicht rum. Doch, pass auf. Er fing mit dieser Erpressergeschichte an, aber darauf wollte ich nicht eingehen. Aber dann hat er gebettelt. Und er ist mein Schwager. Und dann bin ich wirklich. Was soll ich machen? Ja, und was war überhaupt mit den 10.000 Euro? Hören Sie mal. Das ist ja das Erpressergeld. Aber er wollte es nicht mit hierher nehmen, weil Susa es finden könnte. Also habe ich es bei mir gelassen. Ach so, also auf der einen Seite durfte das Geld nicht bei seiner Frau sein. Sie durfte davon nichts wissen. Aber auf der anderen Seite gehen Sie hin und schmeißen ihr das in den Briefkasten. Entschuldigung, wer soll das verstehen? Sie hatte Geldprobleme. Und ich kann ja nicht hingehen und sagen, hier. Hast du 10.000 Euro, dann fragt sie, wo kommt es her? Und ich wollte ja auch nicht in die Sache verwickelt werden, also habe ich es dir in den Briefkasten gesteckt. Ich fasse das nicht. Ach man, indem sie die ganze Zeit geschwiegen haben, zugelassen haben, dass sie so scheibchenweise an die Wahrheit herankommen, haben sie sich doch erst recht verdächtig gemacht. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich habe ihn nicht umgebracht. Hey. Ja, und was glauben Sie, was sonst passiert? Weißt du was, Torben? Jedes weitere Wort ist zu viel. Nee, ich hau jetzt ab. Aber Susa, es ging Jan richtig dreckig. Weißt du was? Du hast mich die ganze Zeit belogen. Ich muss mich von meinem eigenen Bruder verarschen lassen. Schämst du dich eigentlich nicht? Schämst du dich Was nicht? Was sollte ich denn tun? Nee. Ich wollte auch nicht in die Lass Sache mich zufrieden, Torben, ehrlich. Du solltest dich schämen. Natürlich hätte ich dir am liebsten die Wahrheit gesagt. Aber ich habe es doch Jan geschworen, dass ich niemandem etwas davon sage. Und das habe ich jetzt davon. Jeder denkt jetzt, dass ich es gewesen bin, dass ich Jan irgendwas getan habe. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass er Selbstmord begangen hat. Weil ich habe ihn erlebt. Ich weiß, wie es ihm in Wirklichkeit ging. Nach dem aufschlussreichen Gespräch mit Torben will sich die Anwältin umgehend mit Mike Linkesch über den neuesten Stand der Ermittlungen austauschen. Brigida Braun wartet vor Torbens Wohnung auf den Privatdetektiv. Also das, was mir der Bachmann erzählt, ich glaube ihm kein Wort, weißt du? Also er tut so unschuldig. Und wenn er sich nichts vorzuwerfen hätte, dann hätte er gleich die Karten auf den Tisch legen können. Und er sagt doch, ja, er hat ja geschwiegen, weil er nicht wollte, dass er auch irgendwie der Erpressung bezichtigt wird. Also ich glaube ihm kein Wort. Nee, das sehe genauso, das ist Blödsinn. Aber wenn er daran beteiligt war, hat er dann auch Jan getötet? Oder war es vielleicht einer von den 10 Männern, die erpresst wurden? Das ist eben eine sehr gute Frage. Und deswegen überlegte ich mir, wie wir das in Erfahrung bringen. Und meine Idee ist, wir sollten ins Parkhaus fahren. Mhm. Weißt du, ich meine, die ganze Geschichte hat ja dort stattgefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Parkhauswächter vielleicht irgendeinen gesehen hat, der sich verdächtig gemacht hat, der irgendwie komisch war, verstehst du? Blöderweise, ich habe ja weder Bilder noch Adressen noch Namen, verstehst du? Ich stehe ja mit leeren Händen da. Würde ich mal sagen, gut, dass du mich hast. Ich habe was mitgebracht. Du hast wohl nicht, oder? Doch, habe ich. Als ich in der Agentur war, habe ich mich ein bisschen gekümmert, sozusagen. Schöne Porträts. Mann, oh Mann. Also du weißt, dass du dich strafbar gemacht hast, ne? Ja, aber wenn ich dich mandatiere, unterliegst du der Schweigepflicht, ja? Ja, du weißt schon, wie das anstellen soll. Spaß beiseite. War mir klar, dass dir jetzt hier meine kleine Kamikaze-Aktion nicht gefällt. Aber wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt endlich mal was tun. Ansonsten wird Frau Wagner auch alles verlieren und auf die Polizei können wir uns nicht verlassen. Ich komme überhaupt nicht aus dem Puschen. Nee, nee. Hätte ich mich nicht gekümmert in der Agentur, da würden wir wahrscheinlich in 5 Wochen auf die Fotos warten. Hast ja recht. Aber offiziell bin ich sauer. Inoffiziell Dankeschön. Okay. Denn jetzt habe ich was in der Hand. Also ich bin sehr, sehr froh. Wir machen das folgendermaßen. Mike, ich werde mich erstmal um meine Frau Wagner kümmern und wenn ich sie versorgt habe, dann fahre ich mit ihr sofort zum Parkhaus und mache dieses Interview mit dem Parkhauswächter. Und du bist bitte so gut, du klemmst dich an die Fersen von Bachmann, ja? Du schattest ihn ein bisschen. Ich muss wissen, wie der Typ tickt. Dem traue ich jetzt nicht über den Weg, okay? Alles klar. Machst du das? Natürlich. Also wir bleiben in Verbindung. Tschüss, alles vielen klar. Dank. Lauf zu. Mike Linkesch wartet, bis Torben eine Stunde später seine Einliegerwohnung verlässt und startet seine Ermittlung. Der erfahrene Detektiv möchte zunächst die Wohnung des Tatverdächtigen unter die Lupe nehmen. So, da werden wir noch mal sehen, was der feine Herr Bachmann so über sich behauptet, ob das alles so stimmt. Ich weiß zwar noch nicht genau, wonach ich suche, aber sollte der Dreck am Stecken haben, kriege ich es definitiv raus. Bachmann, da haben wir ihn ja schon. Okay, das ist ja einfach. Mahnung? Von wegen keine Geldsorgen.
Ihre. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Und zwar, ich war verabredet mit dem Torben Bachmann. Das ist ein guter Freund von mir. Ich sollte ihn abholen und habe auch schon angerufen und die klingelt, aber irgendwie macht nicht auf, geht nicht ans Handy irgendwie. Ach, den habe ich vorhin noch gesehen. Der wollte noch zur Bank heute. Ah, Mensch, das ist ja jetzt Mist. Mensch, habe ich genau verpasst. Kann ich ihm was ausrichten? Ich bin seine Vermieterin. Ja, nee, im Grunde genommen nicht. Ich wollte ihn nur so ein bisschen aufbauen. Wissen, wir sind halt sehr gute Freunde und ich weiß nicht, ob Sie es als Vermieterin schon mitbekommen haben. Er hat ja momentan so ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten. Na ja, das habe ich schon mitbekommen. Er ist mit 2 Monatsmieten im Rückstand. Mhm, aber wir haben gesprochen und ich habe ihm dann Aufschub gewährt. Mhm. Das mache ich ja nicht bei jedem, aber er wohnt jetzt 5 Jahre hier und hat immer pünktlich bezahlt. Das ist ja super, dass Sie sowas mitmachen. Also macht halt gerade eine sehr schwere Zeit durch, war. Ja, er hat wirklich Pech gehabt. Aber wir rechnen dann schon damit, dass ein Unternehmen pleite geht, wenn man da gerade erst eingestiegen ist. Naja, ich habe auch davon gehört. Ich habe auch sehr gestaunt, dass so eine Firma so schnell den Bach untergeht. Also ich habe echt gedacht, das ist ein bombensicheres Ding, wa? Ja, aber nun geht's ja aufwärts. Es geht ihm jetzt bald besser. Ja, genau. Er hat ja da diesen Top-Job da, wo er relativ viel Kohle verdient und so. Hat den ja wahrscheinlich auch erzählt, nehme ich mal. Ja, hat er. Und die nächste Monatsmiete zahlt er pünktlich. Und über die Ratenzahlung der Ausstände haben wir uns unterhalten. Ich muss ja sagen, dass Sie sowas mitmachen, Hut ab. Also so eine Vermieterin wünscht man sich, ja? Wiedersehen. Also, ich wünsche einen wunderschönen Tag. Wiederschauen. Ciao. Tja, der Bachmann hat ja richtig Dreck am Stecken. Also für mich wird immer klarer, dass der Jan Wagner ermordet hat. Ich werde jetzt Frau Braun anrufen, weil die wird es natürlich brennend interessieren. Susa Wagner versucht mit Hilfe von Rechtsanwältin Brigida Braun herauszufinden, ob ihr Mann Jan ermordet wurde oder Selbstmord begangen hat. Da Jan und Susas Bruder Torben aus Geldnot mindestens 10 Männer erpresst haben, verdichten sich die Hinweise auf ein Verbrechen. Die beiden Frauen wollen am Tatort, einem Berliner Parkhaus, auf eigene Faust ermitteln. Herr Wolf! Ja? Noch etwas. Ich habe hier noch ein Bild. Was sagen Sie zu diesem Gesicht? Schauen Sie sich den Mann bitte sehr gut an. Es tut mir wirklich leid, ich kann mich echt nicht auf jedes Gesicht erinnern. Nee. Hier kommen tagtäglich Hunderte von Menschen rein und raus. Aha. Und nach 10 Jahren gleiches Arbeit gucke ich mir die Gesichter nicht mehr richtig an. Gut. Eine andere Frage, eine andere Möglichkeit. Hier sind doch überall Überwachungskameras installiert. Und Sie haben da bestimmt auch die Bänder davon. Wissen Sie, ich könnte die Bänder jetzt mit den Bildern hier vergleichen. Das erste Mal hatte ich ja nicht die Möglichkeit. Leider wurden Bänder schon gelöscht. Wir löschen sie einmal wochenendlich komplett. Gut, noch ein letzter Weg. Es gibt doch hier im Haus auch Dauerparker. Haben Sie vielleicht da eine Liste? Ja, die habe ich, aber die darf ich leider nicht rausgeben. Och, Herr Wolf. Außer, Sie haben einen Wisch von der Polente. Herr Wolf, bitte. Versuchen Sie das doch zu verstehen. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, rauszufinden, was überhaupt mit meinem Mann passiert ist. Ich ertrage die Ungewissheit nicht mehr. Bitte, geben Sie sich einen Ruck. Na gut, aber verraten Sie mich nicht, sonst bin ich mein Job los. Nein. Okay, guck mir an, ob ich das finde. Sie würden uns wahnsinnig helfen, Herr Wolf. Ja, ich hoffe, dass ich helfen kann. Aber, ja, weil sonst hilft uns keiner, verstehen Sie? Da haben wir es, ja. Danke, auch super. So, was haben wir denn hier? Das kann nicht sein. Torben, das kann nicht sein. Wo parkt er denn hier? 2. Etage. Ja, Herr Bachmann hat gelogen. Er ist Dauerparker just in jenem Parkhaus, in dem sein Schwager sein Leben verlor. Also es spricht immer mehr dafür, dass er an der ganzen Erpressungsgeschichte unmittelbar beteiligt ist und hier sogar der Täter ist. Doch was war sein Motiv? Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying... Was hat Torben zu verbergen? Hat er Jan heimtückisch ermordet? Brigida Braun hat umgehend die Polizei informiert und ist gemeinsam mit Susa zu Torbens Wohnung gefahren. Du Scheiße. Oh Gott, wer ist denn das? Tom, ich weiß, dass du zu Hause bist. Dein Auto steht vor der Tür. Torben will durch die Terrassentür fliehen, doch die Polizei kann den 28-Jährigen dingfest machen. Hat er tatsächlich seinen eigenen Schwager ermordet? Torben!
Tom, ich hasse dich. Du hast Jan umgebracht. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Susa, wirklich. Das musst du mir glauben. Ach, hören Sie mal, was soll man Ihnen glauben, wenn Sie immer nur lügen? Hören Sie mal, wir wissen, dass Sie Geldsorgen haben. Wir wissen, dass Sie Dauerparker im Parkhaus sind. Und zwar in dem Parkhaus, in dem Ihr Schwager umgekommen ist. Warum haben Sie das nie erwähnt? Okay. Ich war in finanziellen Schwierigkeiten, das stimmt. Aber Jan auch, und dann kam er damit zu mir. Und dann hatte ich die Idee mit der Erpressung. Aber dann hat einer der Erpresser, der hat sich gewehrt und hat Jan übel zugerichtet. Ach, dafür die Rippenprellungen. Ja, und dann hat er Jan Schiss bekommen. Und er wollte ein ganz normales Leben führen, er wollte einen normalen Job haben. Alleine schon wegen dir und dem Kind. Tom, und deswegen hast du ihn umgebracht, weil er aussteigen wollte, deswegen? Ich habe ihn nicht umgebracht, wirklich. Ich wollte ihn noch mal überzeugen, weiterzumachen. Und dann habe ich mich mit ihm im Parkhaus getroffen. Ich hatte Panik bekommen und dann haben wir uns da gerangelt, aber ich wollte ihn nicht umbringen und dann ist er vom Parkhaus gestürzt. Tom, ich glaub dir kein Wort. Ich hab ihn nicht getötet, wirklich, das musst du mir glauben. Ich würde Jan doch nie etwas tun. Bitte, das war keine Absicht. Susa, bitte, du musst mir glauben. Tja, die letzten Wochen waren für Frau Wagner wirklich mehr als hart und sie wird sich von alledem erst einmal erholen müssen. Aber eine gute Nachricht gibt es doch. Frau Wagner wird das Geld von der Lebensversicherung doch erhalten. Let it go, let it go. Torben wurde wegen fahrlässiger Tötung und Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. 5 Monate sind seit Jans Tod inzwischen vergangen. Und Susa versucht mit Hilfe ihrer Schwester Angela wieder in den Alltag zurückzufinden. Doch das fällt ihr oft noch sehr schwer. Es ist nach wie vor nicht leicht für mich, was mein Bruder getan hat. Und ich kann den Kontakt zu Torben im Moment auch noch nicht aufbauen, aber mein kleiner Max hat schon seinen Vater verloren und ich will nicht, dass er auch noch seinen Onkel verliert. Früher oder später werde ich den Kontakt zu Torben wieder suchen. Susa setzt nun alles daran, eine gute Mutter für ihren kleinen Sohn Max zu sein. Auch wenn der Schmerz über den tragischen Tod ihres Ehemannes nie ganz vergehen wird, will die lebensfrohe Berlinerin versuchen, zu einem normalen Leben zurückzufinden.